Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das Video heute wird ein kleiner Guide, wie der Titel ja schon verrät. Und zwar liebe ich hier ein bestimmtes Talent. Auf dieses wurde ich die Tage mehrmals angesprochen und habe mir gedacht, okay, heute erklärst du mal, wie du das genau benutzt. Weil das zu beschreiben ist immer so ein bisschen eine Sache. Machen wir ein Video dazu. Es geht um das Talent Göttliche Bestimmung. Das ist ein Level 75 Talent, das ist passiv. Macht folgendes: Wort der Herrlichkeit, Urteil des Templers und Göttlicher Sturm haben eine Chance von 25%, dass euer nächster Einsatz von Wort der Herrlichkeit oder letztes Urteil oder Göttlicher Sturm keine heilige Kraft verbraucht, aber den gleichen Effekt erzielt, als wären drei verbraucht worden. Das heißt erstmal ganz einfach, sobald wir heilige Macht verbrauchen, haben wir eine Chance von bis zu 25%, dass wir einen Proc bekommen, der uns keine heilige Macht verbrauchen lässt. In dem Falle 3. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt eine heilige Macht verbrauchen würde, das geht mit dem Talent Wort der Herrlichkeit, das ist unser Heal, den kann ich bei 1, 2 oder 3 heilige Macht benutzen. Bei einer heiligen Macht habe ich eine 8%ige Chance, bei 2 habe ich eine 16%ige Chance und bei 3 oder mehr habe ich eine 25%ige Chance. Warum mehr? Seraphim zum Beispiel braucht 5 heilige Macht, löst diesen Proc auch aus. Deswegen ab 3 oder 3 oder mehr. So, und das sieht natürlich wie folgt aus. Machen wir das mal weg, wenn wir jetzt hier hingehen. Ich habe jetzt eine heilige Macht. Jetzt heile ich mich. Passiert nichts. Könnte aber mit 8% Chance brocken. Jetzt habe ich 2. Heilen wir es nochmal. Haben jetzt Pech. Jetzt machen wir hier 3. So, und jetzt machen wir zum Beispiel, heilen wir uns nochmal, ist auch nichts passiert, aber so sind die Chancen. Ja, und man geht zum Beispiel im Spielen hin und baut in der Regel 5 heilige Macht auf. Und dann verbraucht man die zum Beispiel mit einem Urteil. Da ist zum Beispiel der Proc über uns. Jetzt kann ich zum Beispiel nochmal machen. So, wieder geprockt, jetzt kann ich mich heilen. Also der Proc kann auch den Proc auslösen, hat auch keinen inneren Cooldown. Das heißt, man kann theoretisch ewig viele Proc-Chancen haben. Ja, so, und jetzt geht man wieder hin, baut 5 Pfeile gemacht aus. Auf, jetzt haben wir wieder einen Proc. Wieder einen Proc. Wieder einen Proc. Ja, also das kann sehr nett werden. Es gibt noch einen anderen Proc. Ich hoffe, dass er mal kommt. Das ist der für den verbesserten göttlichen Sturm. Der kann auch, der prockt auch, wenn wir heilige Macht verbrauchen. So, da ist er. Das ist rechts von uns der. So, und dieser Proc kann göttliche Bestimmung auslösen und andersrum. Also diese beiden Procs können sich gegenseitig auslösen. Hat natürlich den Vorteil, dass das, wir können ziemlich lange Proc-Serien hinlegen. Also mein höchstes waren, ich glaube, 14 oder 15 Procs hintereinander, also abwechselnd immer dann. Na, jetzt ist natürlich der Vorführeffekt. Es passiert jetzt nicht. Müssen wir nochmal schauen. Da ist der. Da ist der, da ist der, da ist der. Ja, das ist natürlich die alle hintereinander. Aber ich habe ja noch ein Video vorbereitet. Im Kampf natürlich, wo man das schön sehen kann. Diese Procs können sich nämlich schön gegenseitig auslösen. Und wie gesagt, da kommen richtige Serien zusammen, in der man entweder massiv Schaden austeilen kann oder aber sich oder Mitspieler heilen kann. So, da ist der Proc. Kam leider der andere nicht. Also man kann da einiges machen. Aber dazu jetzt gleich im nächsten Video. So, wie ihr hier sehen könnt, habe ich 3 heilige Macht, greife den Gegner an, ziehe meine Flügel und versuche immer mindestens drei heilige Macht so aufzubauen, eher 4 oder 5. Da kommt jetzt gleich der nächste große Angriff, ein Proc, den hauen wir raus, bauen wieder 3 heilige Macht auf, wieder ein Proc, noch ein Proc und 2 Procs. So sollte das eigentlich sein. So, hier sehen wir, ich habe 5 heilige Macht, werde angegriffen. Und hau erstmal einen Angriff raus, den zweiten, dann einen Proc. Dann haben wir hinterher 3 HP wieder raus. Wieder ein Proc, noch ein Proc, noch ein Proc. Das ist eine ziemlich gute Idealvorstellung. Wieder HP aufbauen nebenbei. Wir haben den Proc noch. Den hauen wir noch nicht raus, der hält nämlich lang genug. Da kommt der dritte Angriff. Genau, jetzt kommt ein Proc. Da kommt wieder ein Proc, noch ein Proc, noch 2 Procs. Also es ist schon sehr, sehr mächtig, das Ganze.